Hier ist der Großteil jetzt, ne? Aha. Wir kommen von der Seite? Da ist direkt eine Bushaltestelle davor. Wenn wir ankommen, wir drehen eine Runde, dann parkt ihr. Mhm. Steigt aus und wir fahren dann nochmal eine Runde, wenn es geht. Mhm. Zumal ich auch einmal vorbeifahren muss und sehen muss, wie das aussieht. Also ich hatte die Werbung im Briefkasten von den Wurstwelten, habe mich total erschreckt, weil die ja Werbung machen mit sehr, sehr gut und sehr gesund. Wurst kann nicht gesund sein. Zivilisationskrankheiten entstehen durch hohen Fleischkonsum, weil wir das nicht gut heißen, haben auch gleich Animal Peace zugesagt und dann haben wir uns halt zusammengetan und was organisiert. Nachdem wir uns gegen eine angemeldete Demonstration entschieden haben, haben wir unsere 7 Sachen gepackt und sind zu den Wurstwelten gefahren, um die zu besuchen. Der Empfang war wenig freundlich. Die Verkäuferinnen haben uns sofort mit Anzeigen und Polizei gedroht. So, wir brauchen gar nicht reingehen. Sie können sofort wieder gehen. Gehen Sie bitte. Wir haben die Polizei gerufen. Gehen Sie. Die Kamera machen Sie aus. Machen Sie sofort die Kamera aus. Wir stehen jetzt hier vor dem Wurstwerk und wollen unseren Unfrieden zum Ausdruck bringen. Weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das Ende des Lebens und das Ende der Vernunft. Aber mit den Leuten kann man nicht reden. Das heißt, wir werden sehr viel miteinander zu tun haben die nächste Zeit. Deswegen verlassen Sie das jetzt hier. Mit Tätern kann man nicht reden. Ja, Sie sind hier. Wir sind keine Täter. Wir töten keine Tiere. Warum sprecht ihr nicht mit uns? Wir können doch darüber reden. Also wir haben auch einen Aussteiger hier dabei. Der war Wurstpate bei euch, aber der ist übergelaufen. Gestern am Weltvegan-Tag. Wir haben vor über 15 Jahren angefangen, Patenschaften an befreite Tiere, die wir aus dem Massentierhaltungsbetrieb rausgeholt haben, zu vermitteln. Jetzt, nach über 15 Jahren, nachdem wir das erfolgreich machen, kommen die an und verkaufen Patenschaften für Tierleichenteile. Fleisch ist Mord. Mord ist eine Tötung aus niederen Beweggründen und ein Gaumenkitzel. Das ist der niederste Beweggrund, den wir uns vorstellen können. Und deswegen stehen wir hier. Okay. Oh ja. Das ist ein Veganstand von Duisburg Vegan. Das ist eine Gruppe, die Alternativen aufzeigt, die das regelmäßig tut. Und hier kann man ausgezeichnet schlemmen. Also den Kontrast zu zeigen von der Sache, wo wir gerade waren. Und diese Sache hier absolut ausbeutungsfrei, absolut tierleidfrei, absolut lecker. Man sieht, der Stand ist voll, die Leute greifen zu. Absolut tolle Sache. Und wir unterstützen das, wo wir können und wie wir können. Ich verkaufe nicht, sondern ich verschenke, weil gestern die vegane Bewegung Geburtstag hatte. Gestern war der Weltvegantag. Und da haben wir uns von der Facebook-Gruppe Duisburg Vegan überlegt, das wäre eine schöne Sache, dass wir uns einfach mal hier hinstellen und die Duisburger daran teilhaben lassen, was vegane Küche eben kann, bedeutet. Und wir haben richtig gute Rückmeldungen jetzt bekommen, besonders was den veganen Käse angeht, weil da konnte sich keiner was drunter vorstellen und da waren sie alle fassungslos, dass tatsächlich ein schmackhafter Käse möglich ist, ohne Tierqual und ohne tierische Zutaten. Ne?